Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Ghost Recon Breakpoint, liebe Freunde. Ja, so ist es, das immer wieder. Und zwar müssen wir uns mit Joshua Hill treffen, oder besser gesagt, wir müssen ihn finden. Und ich glaube, er ist da unten in der Hütte drin, da haben wir letztens ja aufgehört. Und da gehen wir auch gleich rein, beziehungsweise nehmen wir uns vor noch natürlich den EP-Bonus mit. Keine Frage. Da springen wir noch schnell rein. Den ziehen wir uns noch rein. Solange wir eigentlich ohne den ganzen auskommen, nehmen wir einfach den EP-Bonus mit. Genau, perfekt. Schade, dass ihr das nicht merkt, wie wir ausgestiegen sind. Da haben wir ja noch 40 Minuten gehabt oder irgendwas. Also, keine Ahnung, warum das abrennt. Wenn ich vom Spiel aussteige. Aber gut. Ist halt so. So. Wie spät ist eigentlich tatsächlich? Keine Ahnung. Wir brechen mal sofort auf. Ich bin meine, ich gestern ausgestiegen bin. Ah, und andere Uhrzeit, wie wir aufgehört haben. Genau, dieses M4 habe ich mal gekauft. M4 A1 Assault Wheeler bei der Maria. Handhabung. Ja, ist zwar irgendwo unnötig, weil später gibt es eine bessere Waffe, weil macht. Ja. Ich gönne es trotzdem. Ich gönne sie mir trotzdem. So, Gear Level 17. Ich glaube, im Stream bin ich schon irgendwas mit 20. Einen Fertigkeitspunkt haben wir schon wieder. Ja, das werde ich mir, wenn ich nicht die komplette Änderung jetzt gleich habe. Vorteil, ja, das ist. Das ist immer die große Frage. Was nehmen wir da? Warum haben wir das eigentlich noch nicht angeschaut? Das ist auch. Ja. Wie gesagt, das mit dem Rucksack, das sind die Vorteile. Da kann man sich, kann ich mir aktuell ja eh nur einen reingeben. Hier. Und bis maximal 3. Die schaltet man dann hier frei. Also den einen. Plus hier den dritten Vorteil noch. Und alles mit so einem Rucksack drauf. Das sind alles Vorteile. Das sollte man halt dann schon. Ja, gut überlegen, was man da nimmt. Ausdauerkosten, genau, das ist eigentlich auch sinnvoll, weil es sonst einfach nur nervig ist und vor allem, wenn man wirklich wo vielleicht einmal weglaufen müsste, ist das gar nicht so schlecht. Für uns Sniper natürlich wäre hier Genauigkeit, Handhabung, ja, muss man sich genau anschauen. Kontrollatem, ja. Die Reichweite, ich weiß nicht, ob das für ein Scope gilt oder. Ich weiß es nicht. Oder ob der Bullet Drop weniger wird, das ist die Frage. So, wir werden uns jetzt aber mal. Ja, doch, die Ausdauer. Komm, nehmen wir die Ausdauer mit. Es geht eh so schnell mit den Punkten. Muss jetzt vielleicht offline vielleicht den einen oder anderen Nebeneinsatz einmal entspannt machen, wenn ich Zeit habe. Aber das habe ich mal beim. Gut, bei der Stream-Variante, da machen wir vielleicht eher auch den einen oder anderen Nebeneinsatz mit. Mal schauen. So, gehen wir mal rein. Jetzt gibt es Story, Freunde, und nach der Story. Jo, schauen wir mal, ob wir noch zum Einsatz kommen auch. Hey, Herzkönigin. Weißes Kaninchen. Nomad. Josiah. Scheiße, Mann. Schön, dich über der Erde zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann, da haben wir ja richtig ins Klo gegriffen. Ah.
Josiah. Ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Bitte wen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. Ja. Ich habe es gesehen, ich zahle den Bastard heim, oder glaub mir, Walker ist ein Verräter. Er hat sich gegen uns gewandt. So dürfen unsere Leute nicht sterben. Pflicht und Ehrgefühl teilen wohl das Schicksal der Dinosaurier. Also, was hältst du davon? Entweder Walker hat das Schiff versenkt, oder jemand, mit dem er zusammenarbeitet. Hier. Ja, Nachforschungen, genau. Sie haben gerade eine Information erhalten, die eine Nachforschung zum Abschluss bringen kann. Hier ist die offene Frage. Hier sind die Hinweise, die Sie gesammelt haben. Klicken Sie hier, um die Nachforschungen zum Abschluss zu bringen. Das packt ein bisschen, oder? Ja, wurscht. Ja, jetzt hat das, okay. Ich muss immer die Rufzeichen wegbringen. Jay Skeller hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt! Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Ich spüre Skeller auf. Ich traf ein paar seiner Angestellten. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. So. Sprechen Sie mit Schulz. Machen wir. Schauen wir mal kurz auf die Map. Ich glaube, ja, da war ich offline kurz drüben. Ich habe diesen Simultanschuss auch probiert. Ah, noch ein Fertigkeitspunkt. Doch nicht. Ah, das Tutorial, okay, na, das brauchen wir nicht mehr. Schulzi, wo ist Schulzi? Da müssen wir noch mal retour. Genau. Ja. Los geht's. Sprechen wir mit Schulz. Dass wir weiterkommen in der Main Story. Schauen wir, was der noch zu sagen hat. Bin gespannt, ob wir jetzt irgendwo mit Update doch die KI-Begleiter noch dazukommen oder nicht. Da habe ich schon gehört. Also hat euch schon alles gehört. Dass sie angeblich kommen sollen. Andere sagen wieder, sie kommen nicht. Naja. Blazekill TV. Hä? Bist du das, Rico? Du heißt doch anders, oder? Moment einmal. Blazekill TV. Level 35. Ah, okay. Na gut, Fire Trico schon ein bisschen Ding gespielt. BVB oder so, da bekommt man ja ein bisschen was. Da muss ich vielleicht auch reinschauen.
Dürfte schon guten Loot bekommen, oder hat er schon so weit gespielt? Aber das gut ist bei uns, wenn er bei uns einsteigt, dann eh egal, wenn er mitspielt. Aber ich glaube eher, er ist PvP-mäßig fast unterwegs. Glaube ich jetzt zumindest. Aber gut, da hat er schon ein bisschen gezockt. Ja, kann uns wenigstens einiges zeigen vielleicht. So, wir plaudern hier auf jeden Fall mal. Wir kamen her, um der Welt zu helfen. Den Nebeneinsatz werden wir uns dann auch holen. Nur mal, dass wir den gesammelt haben. Mats, haben es die Leute vom Strand geschafft? Da werden wir nicht groß plaudern jetzt. Sie meinen Überlebende? Gibt's dann eventuell im Koop-Stream zu schauen. Da haben wir mehr Zeit. Ein paar von den Leuten auf dem Boot kannte ich schon als Babys. Ich habe ihre ersten Schritte gesehen. Hab mein Bestes getan. Ihr Bestes? Sie haben uns ein Schiff versprochen. Marines. Und jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden und einen Grünschnabel, dem die Knie schlottern. Mats, dieser Grünschnabel hat viele von uns gerettet. Meine Tochter. Das ist keine Kleinigkeit. Mag sein. Aber das reicht nicht. Nicht in unserer Lage. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe Sergeant Major Hill gefunden. Wir haben vor, Jay Skell zu verfolgen. Wir werden ihn aufhalten und übernehmen diese Drohne. Einen Moment. Sie glauben, Jay steckt dahinter? Niemals. Er ist ein guter Kerl und mein bester Freund. Sentinel hat die Insel übernommen. Folgen Sie mir. Ich habe Beweise. Tja, ich habe dringendere Probleme. Meine Leute müssen sich auf das Kommende vorbereiten. Packen Sie mit an. Okay. Aber Skell hat Priorität. So. Was macht die denn eben für eine komische Figur? So, den nehmen wir mal mit, aber wir werden jetzt nicht plaudern, sondern... Norman, ich vermisse meine... Das muss wohl noch etwas warten. Hört sicher. Angeblich sind westlich von Howard Port ein paar alte Erkennungsmarken aufgetaucht. Sie wurden bei einem Skelett im Wald, in der Nähe eines ausgebrannten Trucks gefunden. Verstehe. Fangen Sie am besten nördlich von Groves Point unterwegs. Alles klar. So, das haben wir auch. Haben wir da was? Na, da, na, das ist wurscht. Das können wir mal lassen soweit. Hast du noch was für uns? Nö. Okay, das passt. So. Genau. Mal aktivieren, wenn wir drüber laufen, dass wir das... Hallo. Das Problem ist... Sorry, dass ich mich einmische. Gibt's ein Problem? Ach, ich kann nicht mit Escape oder vielleicht unser Freund Samuel... Hat das jetzt angenommen? Nein. Shit, muss ich mir das anhören? Kein Grund zur Sorge. Okay, dann weiß ich noch nicht, wie das überspringen geht. Gibt's ein Problem? Vielleicht. Unser Freund Samuel ist verschwunden. Ein Selbstversorger? Okay. Sorry, das müssen wir uns kurz anhören. Nur das geht leider nicht, leider. Komischerweise, ich weiß auch nicht warum. Kein großer Verlust, wenn Sie mich können fragen. Wir weiterspringen? Er fängt gern sein eigenes Essen. Bringt ihn näher zur Natur oder so. Was an Fleisch und Fell übrig bleibt, gibt er dem Camp. Er will nie was dafür. Verstehe ich nicht. Klingt doch so, als käme er ganz gut allein klar. Letzte Woche war er hier und schrie irgendwas von wegen Sentinel-Leuten auf seinem Land. Wir haben wohl ein paar Rehe, die er erlegt hat, mitgenommen. Seine Fallen zerstört. Und jetzt, diese Woche, nichts. Samuel war schon immer cholerisch, aber im Moment ein falsches Wort zur falschen Person. Ah ja. Ich verstehe. Wo treibt er sich denn normalerweise rum? In der Gegend südöstlich von Garden Mangrove. Im nordöstlichen Teil von Gaia Arm. Alles klar. Ich sehe mal, ob ich ihn finde. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Jo. Sehr gut. Deswegen ist es wieder gut, dass wir den geführten Modus einschalten, weil
So sehen wir, wenn gleich dann eh eine Mission noch ist. Hier, um der Welt zu empfehlen. So, haben wir jetzt hier drinnen noch irgendwas? Darüber müssen wir. Okay, passt. Vorher schauen wir aber gleich bei Maria vorbei. Obwohl, eigentlich müssen wir wieder zurück. Nein, macht nichts. Ja, da bin ich schon gespannt, was uns der Rico erzählen wird. Am Sonntag werden wir vielleicht wieder streamen. Da ist er vielleicht wieder mit am Start. Zeig mal den Shop. Eigentlich kann man immer reinschauen. Immer ist da immer irgendwas Neues drin auch. Dann starten wir sie mal ordentlich aus. Jo. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene SSG. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Sniper. PSG gibt es auch. Okay. Ah, das PSG ist, wo man... Genau, das schießt weiter. Das ist nicht so ganz ein Sniper. Okay, okay, okay. Also ein Hybrid. Wo man auch ein kleines Visier drauf hat und so halbautomatisch ein bisschen schießen kann. Eh ganz nett. So, habt ihr hier irgendein nettes Cappy oder irgendwas? Was ist denn das? 1000 kostet das. Alter Schwede, da oben das Cappy. Oh, ein Barett. Das, rein optisch braucht man gleich auf jeden Fall mit. Perfekt. Den habe ich eigentlich schon. Warum zeigt man das noch immer an? Naja, habe ich mir die MP5 gekauft? Ich weiß es gar nicht. So, na gut. Nebenmissionsstation ist natürlich nicht so schlecht. Aber wenn ich offline vielleicht ein bisschen was mache, jetzt alleine wegen der Kohle schon einmal, dass wir da ein bisschen was haben. So. Dann, wo ist der gelbe Punkt? Da drüben. Alter Schwede, da kommen wir jetzt gar nicht mehr zu einem Einsatz für lauter hin und her und quasseln und reden und tun, aber ich sag's euch, das wird sicher noch besser. Das in der Anfangsphase müssen wir ein bisschen mehr reden, das nimmt aber dann ab. Das nimmt dann ab. So, mit dir plaudern wir noch natürlich. Und dann werden wir nochmal kurz irgendwo in die weite Welt hinausschauen. Okay, Fox, was haben Sie? Ich sage es Ihnen, Jace hat nichts damit zu tun. Es war ein Insider. Dieser schickte mir ein Video von dem, der bei Sentinel das Sagen hat. An der Südküste gibt's eine beschissen starke Brandung. Nicht fluchen. Da werden wir maximal noch bis zum Einsatz hinfliegen oder werden wir diesen Bauch schon wieder beenden müssen. Unfassbar. Frag ihn doch selbst. Captain Gibson. Captain Coleman. Aber ihr habt das selber gesehen. Soldaten, die ich sehen wollte. Mr. Stone? Na, da hustet er ein bisschen. Operation Citadel ist ein herausragender Erfolg. Keine Kommunikation erreicht oder verlässt die Insel. Die Drohnenüberwachung ist aktiv. Und während Miss Puri da draußen die Herzen erobert, werden Sie sich um die Unruhestifter kümmern. Captain Coleman, bringen Sie diese Bauern unter Kontrolle. Es gibt hochmoderne Technologie, die ich gern nutzen würde. Klingt gut. Captain Gibson, kümmern Sie sich um diese terroristische Bombenlegerin und ihre Outcasts. Es sind nicht mehr viele übrig. Aber sie sind in ihrem Gebiet. Finden Sie sie. Vernichten Sie sie. Sir, wie sieht es mit den Haftanlagen aus? Ich sagte vernichten, nicht fangen. Sympathisches Kerlchen. Na, lieben Sie es nicht auch, im Südpazifik zu sein? Wie die Meeresbrise einen Hauch von Jasmin verbreitet. Fast wie ein Savannah. Ich wünsche Ihnen viel Spaß da draußen. Wenn Sie einen Ghost aus einem der Helis sehen, dann erschießen Sie ihn. Jace steckt eindeutig nicht dahinter. Hören Sie, selbst wenn Sentinel allein verantwortlich ist, Ihr Freund hat die Kontrolle über Aurora verloren. Er hat das Frachtschiff versenkt und ich muss ihn finden. Er ist der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Gut. Also schön.
Er hat eine Villa hier in den Hügeln. Der Türcode ist 120386. Geben Sie ihm eine Chance. Mehr Mach will ich nicht. Sehr gut. Nebeneinsatz. Gut, die sehen wir eh alle. So, zeig her mal. Das ist, glaube ich, der Raid, oder? Wie sehe ich das von hier? Wer bist du? Hier bist du auch eine Nebenmission. Da steht nichts. Ihnen passiert nichts. Steht da nichts. Wow, das ist beeindruckend. Ja, schönes Teil, oder? Das sind nur ein paar Instandhaltungsarbeiten. Aber ja, wir haben tatsächlich ein Wasserkraftsystem mit Teilen aus dem 3D-Labor gebaut. Die Teile sind gedruckt. Verrückt, oder? Sie sollten sehen, was das Startup noch so gemacht hat. Die könnten wirklich noch viel größere Dinge drucken. Komplexe Maschinen, bewegliche Teile, solche Sachen. Ach was. Mit der Technologie sollte die Welt allen zugänglich werden. Als Sentinel die Insel übernahm, begannen sie Teile für ihre tödlichen Drohnen zu drucken. Das ist nicht gut. Fängst du wieder an? Hör mal. Wir wissen, wie du das siehst. Als ich sah, was sie mit dem Programm anstellten, bin ich gegangen und habe mich den Selbstversorger angeschlossen. Aber falls es Sie interessiert, sehen Sie sich das Startup an. Deswegen geht das Gelbe, glaube ich, immer Fertigkeitspunkte, aber hier haben wir gar keinen. Bewaffnung, ja, das ist schon alles klar, wissen wir schon alles. Jo. Einsatzübersicht. Haben wir schon alles gesehen? Ja, BVP muss ich auch mal reinschauen. Angeblich ist das ganz gut. Da bekommt man guten Loot und alles. Mal schauen, ob das wirklich so cool ist. Wo ist das denn? Das heißt Polymorph Modeling. Jetzt redet er noch weiter. Es ist im südöstlichen Teil von Smuggler Coves, westlich des Sumpfes. Danke für die Unterstützung. Achso, jetzt haben wir aber. Nächster Nebeneinsatz, den ich mal eventuell dann. Gut, den hätte man können. Naja, gut, wenn wir schon unterwegs sind. Was ist da jetzt wieder auf 100 Meter? Raids, okay, das brauchen wir definitiv nicht. Blaze Kill, dann bin ich gespannt, was der gemacht hat hier. Der Rico. Der schon so eine Ausrüstung hat. Warum hat er jetzt wieder jetzt einen grünen Punkt hier? Was ist denn was? Aha, okay. Refraktionseinsätze. Fox hat Videoaufnahmen. Und sie bringen bei immer ihm nur kann die ich weiterspringen, aber bei den anderen nicht. Das ist auf äußerst merkwürdig. So, haben wir auch dazu bekommen. Ja, super. What? Kann ich, wenn es nicht finde? Alles klar. Das merke ich mir. So, was dann noch? Ah, okay. Den nehmen wir auch noch mit. Nomad? Nein, ja. Aber wir das heute nur eine Quasselfolge, so wie es ausschaut, aber irgendwann müssen wir heute noch killen, oder? Das gibt's ja gar nicht. So, das haben wir auch. Haben wir jetzt alles. Das ist nochmal der Raid. Ja, ein paar Leute sind ja auch am Start. So, dann würde ich sagen, fliegen wir einfach noch so, Moment, wo geht's jetzt raus? Fliegen wir noch eine kleine Runde Richtung Einsatz zumindest.
Können wir hier ein bisschen hier rumgehen. Decken vielleicht noch das eine oder andere Biwak auf. Ja, sorry Leute. Aber nächste Folge ist bestimmt Action. Das kann ich euch schon mal versprechen. Lauf doch. Aber komm, wir können zumindest noch mal raus. 25 Minuten, aber gut, das schaffen wir. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen über 30 kommen. Es wird sich ja nicht immer rausgehen, aber ich halte es, wenn möglich, unter 30, die Parts. Aber wenn wir leicht über 30 sind, werden wir es auch irgendwie hinkriegen. Mal schauen, fürs nächste Mal. Ich habe so outfitmäßig, also Haar und Bart, eine Idee, wie ich ihn neu gestalten werde. Oder vielleicht einmal so als Gag in einer Folge. Was ich wohl gesehen habe, was ich ganz lustig fand. Ja, ich glaube das Barett, ich glaube das, der Hut passt da eh ganz gut zu ihm gerade. Das Barett, weiß ich gar nicht, ob das, können wir mal testen. So, schauen wir das mal aus hier. Jetzt fang ich noch zum Schiff mal an, hier zum Regnen, das gibt's ja nicht, ha? So, los geht's. Ah, da unten ist noch immer, da war gerade eine Kiste, jetzt ist das Fragezeichen da. Ja, so eine kleine Loot-Runde off-screen muss ich auch noch machen, auf jeden Fall. Das ist wieder Fragezeichen da, verstehe ich nicht. Das ist aber relativ nah eigentlich, das Biwak hier. Warum geht denn das Ding nicht weg hier, Haftnotiz? Ja, danke. Wissen wir. Soll jetzt nur nicht in den Baum reinfliegen? Jawohl, freigeschaltet, sehr schön. Wir sind direkt neben der Base hier. Na gut. Was man hat, das hat man. Jetzt haben wir hier einen Fertigkeitspunkt, oder wie? Beziehungsweise eine Kiste. Eine Kiste in einer Kiste. Komm, den nehmen wir mit. Wir werden schon keinen richtigen Einsatz mehr machen. Das wird halt mit der Zeit auch ein bisschen zäh, glaube ich. Die Kisten einsammeln. Da können. Ja. Naja. Egal. Ist halt so. Wo sind die Kisten? Nur immer die Fragezeichen. Das glaube ich ja gar nicht. Alter Schwede, wie viele Kisten sind denn da? Das sind aber Feinde auch, oder? Da stehen nur ein, zwei. Zu wissen. So, definitiv das Biwak. Das sind aber schon sehr viele von den Biwaks eigentlich. Theoretisch könnte man einmal um die ganze Insel fliegen und dann gleich einmal alle aufdecken. Aber gut, solange man nicht hin muss, ist ja eigentlich egal. Da könnte man sich auch eine ganze Zeit lang damit beschäftigen. Ja, ich habe mir das Barett gekauft und jetzt kriege ich es gratis. Ja, nice. Ja, nice. Geil. Gut, waren aber nur 400 Scale Credits, also ja, werden wir verkaufen. Vor allem, wenn man... Ah, Moment, das hat er uns gesagt. Info. Vor allem, wenn man, wenn ich offline den einen anderen Einsatz mache, ja, bekommen wir eh genug Kohle dann mit. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hier. MP7, kleines PSG-Magazin. Ja. Ist das die Waffensymbol? Heißt das
Bin ich jetzt blöd? MP7? Ja, nehmen wir mal MP7, ist ja wurscht. Von den Infos werden wir da eh auch genug. Achso, das ist nur das Symbol hier, aber ich glaube, das ist ja keine Pistole, MP7, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, geil. Ich liebe es immer wieder, wenn du einsteigst als Fahrer oder willst einsteigen und steigst als Passagier ein. So, weiter geht's. Ist das eine Landeplattform da? Was ist denn das? Verdächtiges Geräusch. Ja, bin ich. Ah, hier wäre eigentlich eine Nebenmission, okay. Können wir uns das hier auf der Map anschauen? Ein STG haben wir hier, ja. Das schaut ja von den Werten, obwohl das Minus-Ding hat, ist es von den Werten her eigentlich geiler, als wie das, was ich mal gekauft habe. Ja. Gut, zu wissen. Ja, aussortieren tue ich dann auch offline. M4 werde ich mir auch immer... Ja, so ein paar Level kann man es natürlich lassen, aber werde ich dann auch wieder neu nachrüsten. Das klassische M4-1 ist einfach geil, das gefällt mir einfach. Tavor ist auch nice eigentlich, liegt auch gut in der Hand. Tja, da haben wir jetzt zwei Barrett. Sehr geil. Können wir das definitiv schon zerlegen. Genau. Und das auch. Bekommt man Stoffe. Und für Grüne, da bekommt man dann ein bisschen mehr Sachen noch raus und. So, eigentlich wollten wir ja kurz schauen. Ja, und schon sind wir über 30 Minuten drüber, was das für eine Mission hier eigentlich ist. Das haben wir eh drin, oder was? Es ist im südlichen Teil der Region. Ja, das wäre ohne geführten Modus. Da müsste man hier schauen zum Beispiel, aber kennt es wahrscheinlich eh. Im südlichen Teil der Region New Argyll ist da. Naja, südlich. Naja. Nordöstlich des Sween Mountain. Ja, genau. Und nördlich von Gordon Gully. Gordon Gully, da haben wir es. Ja, ist gut beschrieben eigentlich. Ja, also hätte man sicher dann so gefunden, glaube ich. Also das wäre das so spielen, wenn ohne diese direkte Hilfe. Finde ich ganz nice eigentlich. Aber ist gut beschrieben und kann man schön finden. Aber um was geht es eigentlich? Selbstversorger sind wegen der ungewöhnlichen hohen Drohnenangriffe beunruhigt. Das Geräusch, das einer nördlichen Höhle kommt, macht ihnen auch Sorgen. Die Drohnen scheinen irgendwie von diesem Geräusch angezogen zu werden. Okay, und wir sehen hier 1500 Scale Credits und 1600 XP. 1600 XP ist schon geil. Na, vielleicht machen wir da Ausnahme und schauen wir da mal rein. Also wie gesagt, wenn es wirklich interessant ist, daneben Einsatz, das klingt ja eigentlich ganz, die Bewohner sind, also im Prinzip ist ja das dann schon ein bisschen storytechnisch auch, muss man fast sagen. Das ist ja dann, das interessiert mich jetzt schon, wenn die da jetzt Selbstversorger sind, beunruhigt. Geräusche aus der Höhle, na, das will ich aber auf jeden Fall wissen, was da los ist. Ist sicher auch, oder? Das heißt, die werden da mal ganz entspannt landen. Unfassbar, wie groß die Map dann eigentlich ist auch. Okay, rot ist hier eh nichts, perfekt. Und da können wir gleich eine Kiste mitnehmen. Ja, Freunde, ich muss jetzt beenden, es hilft ja nichts. Schauen noch gemeinsam, was in der komischen Kiste drin ist.
Es ist schon wenig los irgendwie. Das hat der von der GameStar auch gesagt. Aber angeblich hat das irgendeinen speziellen Grund, warum da so wenig Leute sind. Aber so können sie natürlich auch ein bisschen, ja, 500 Scale Credits, immerhin. Ja, vor allem hier ist kein Tisch, hier ist nichts, hier ist null. Auch merkwürdig. Ja gut, wir können es ja so machen. Wollt ihr diesen Nebeneinsatz sehen? Also ich finde ihn schon interessant. Machen werde ich ihn auf jeden Fall. Sollen wir den im nächsten Part versuchen zu machen? Und schauen, was in der Höhle los ist. Oder wollt ihr direkt wieder weiter zur LMG? Nice, Stoner. Oder wollt ihr direkt dann weiter zur Hauptmission darüber? Also mich würde es interessieren. Wir könnten den Typen da unten anquatschen. Schreibt mal ruhig rein, bitte, was ihr davon haltet. Ich werde mein neues Outfit testen. Das werde ich euch dann zeigen das nächste Mal. Und dann quatschen wir den Typen hier einfach mal an, oder? Oder wir gehen zur Hauptquest. Je nachdem. Also wenn es ihren Wunsch habt. Wenn nicht, dann mache ich es einfach so, wie ich will. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Würde euch das gerne mal zeigen, so einen Nebeneinsatz. Wenn er wirklich interessant klingt, können wir ihn ja machen. Wie gesagt, mit Bill Scale Credits, XP, schadet er im Prinzip nie. Dann machen wir jetzt Schluss. 36 Minuten, ja. Leichte Überziehungsrahmen, aber das ist hier bei dem Game immer wieder gerne möglich. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.